Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 16. September. Und es folgte ihm nach viel Volk aus Galiläa, aus den 10 Städten, von Jerusalem, aus dem jüdischen Lande und von jenseits des Jordans. Matthäus 4, Vers 25. Welch eine große Anziehungskraft hat Jesus. Als geringer Wanderprediger zog er durch das Land. Und schon strömte ihm das Volk zu. Wie stark ist erst seine Anziehungskraft, seitdem er am Kreuz gestorben ist? Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde wegträgt. Das muss ja doch jeden anziehen, der die eigentliche Not der Welt und des eigenen Herzens begriffen hat. Die Schuld vor Gott. Und wie gewaltig ist erst die Anziehungskraft des Auferstandenen? Wer den Todeshauch, den, man erlaube das Wort, das der Wirklichkeit entspricht, Leichengeruch über der Welt gespürt hat, den muss es ja hinziehen zu dem, der glorreich aus dem Grab erstanden ist und in die Welt ruft: Ich bin das Leben, wer an mich glaubt, der wird nimmermehr sterben. Ganz gewaltig ist die Anziehungskraft Jesu geworden, seitdem er erhöht ist zur Rechten Gottes. Nun ist der Heilige Geist überall am Werk und zieht Menschen zu diesem Eroberer der Herzen. Ich vergesse nicht, wie ich als Junge einmal in einer württembergerischen Gemeinschaftsstunde einen alten Bauern erzählen hörte. Er berichtete, wie er sich als junger Mann gegen Jesus gewehrt hatte, aber sein Ziehen war mächtiger. Und dann wandte er sich an einen Bruder, der neben ihm saß, und fragte den: Gelt, Jakob, du hast auch den Zug des Heilands gespürt. Und er nickte nachdrücklich: Ich han ihn gespürt und han ihn folgen müsse. Die tiefe Unruhe unseres Herzens ist dies Ziehen des himmlischen Vaters zum Sohn hin, zu Jesus. Denn der Vater will nicht, dass wir verschmachten. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Herr, vergib uns unseren Widerstand. Siege in uns. Amen. Ich kann dir den Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.